Die Betreuung des Ella-Trios ist unser erster Abschluss in Salzburg. Ja, ja. Und wenn da alles klappt, werden uns sämtliche Reisen der Philharmoniker übertragen. Das sind 120 Mann. 120 Mann. Herr Schäfer, sollen beim Trio schon schief gehen? Ah, man kann nie wissen. Können nicht abreisen, da Flugtickets immer noch nicht angekommen? Ja, hat Alex denn die Flugkarten nicht weggeschickt? Anscheinend nicht. Da war ein Traum, der so alt ist wie die Welt. Und wer ihn träumt, hört ihn zu, wenn er erzählt. Wie war die Reise? Sicher perfekt wie alles, was Ritzreisen organisiert. Aber scusi, Signore, ich glaube, hier liegt ein Missverständnis vor. Von allen Mädchen auf dieser Erde darf es nur eine sein. Einmal nur liebt man sich so wie die zwei. Nach ihrem kometenhaften Aufstieg und überragendem Erfolg in Rio gastiert das Ella-Trio zum ersten Mal in Europa. Außer den drei bereits angekündigten Konzerten in Salzburg. Ist es auch gelungen, das hier noch unbekannte Ella-Trio für die Kulturtage in St. Wolfgang zu verpflichten? Das verdankt St. Wolfgang der Initiative Professor Sommers. Unserem Reporter gelang das erste Foto des Trios. Und jetzt? Zwei im siebenten Himmel, das sind wir, sind du und ich, es ist so schön im siebenten Himmel, denn dort hab ich dich ganz für mich.